よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Palmdrill Drive. Diesmal mit einer Aufnahme zu Tag 6, die jetzt zum ersten Mal stattfindet. Jetzt nicht so wie Tag 5 oder die fünfte Folge, wo ich schon weiß, was alles passiert. Jetzt ist alles wieder komplett blind. Es ist eine Aufnahme, also für Folge 6 nämlich noch am selben Tag auf wie Folge 5. Und ich bin gespannt, was diesmal mich erwartet. Und ich hoffe, die Aufnahme wird diesmal was. Was hat das für Geräusche? Oh, ein Gewitter. Okay. Ist aber diesmal direkt gleich dunkel. Ich habe einen Schlüssel und ich bin gespannt, wo ich ihn einsetzen muss oder für welchen Raum der ist. Ich hoffe nicht der für draußen. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also fällt mir jetzt gerade ein, habe ich das letzte Mal vergessen zu erwähnen. Ich habe auch direkt draußen auch nachgeschaut. Auch diesen einen Raum oder diesen Keller habe ich geguckt. What the hell? Ich habe mich leicht erschrocken. Das ist kacke. Das ist draußen gewittert. Und damit ein bisschen den Strom beeinflusst. Wenn es an den Gewitter liegt. Ich hoffe, du kriegst hier keinen Schock, keinen Blitzschlag oder allgemein so einen elektronischen Schlag. Das wollte ich sagen. Run, Boy, run. Ich befürchte diesmal, dass ich die Streichhölzer verwenden muss. Run, Boy, run. Bin ich hier richtig? Nein, das war doch da. Voller Anfang! Weil ich's kann. Ich habe sogar so die Befürchtung, also was ich vorhin gerade gesagt habe, dass ich wahrscheinlich diesmal die Streichhölzer verwenden muss. Ich werde natürlich nicht jeden Raum benutzen. Der war so gruselig. Oh, ich hasse das, wenn die Türen mich jedes Mal einschließen. Ich hasse es allgemein, wenn die einfach zugehen. Der Lichtschalter. Achso, was ich noch fragen wollte, wenn er Schaden verliert, kann er sich dann irgendwie auch automatisch heilen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich heilt. Oh, geh raus! Du bist nicht so fett. Hehehehe. Nein, diesmal nicht. Oh, jetzt kommt wieder diese Musik. Warum verliert er dadurch kein Leben? Durch ein Kindergelache. Aber durch jeden anderen Scheiß verliert er Leben. Aber nicht vor Gespenster oder sonst irgendein Scheiß. Hilfe, ich hab die Krähe gehört. Die hat einen Wal kaputt gemacht.
Achso, ich glaube, ich habe wieder ausgemacht, war? Ja. Oh. Oh, jetzt nervt doch nicht. Ich glaube, ich muss rausgehen. War da gerade irgendwas? Oder war es gerade nur Gebüsche oder so ähnliches? War ich gerade nicht hier drin und habe Licht angemacht? Oder täusche ich mich? Bin ich gleich hier wieder eingesperrt? Das Einzige, was ich nicht mag, ist dann plötzlich nach draußen zu gehen. Wenn da noch die ganzen Statuen sind, plus noch die Vogelscheuche. Und der Friedhof gibt es auch noch. Dass ich immer noch eine Befürchtung habe, dass ich irgendwann da lang gehen muss. Und ich werde rennen. Jumpscare! Gibt's hier keine Kerze? Kerze? Ich weiß nicht, was jetzt zu tun ist. Muss ich jetzt auf einem bestimmten Event warten? Und was soll jetzt mit der Musik? Warum wird sie jetzt gerade so laut? Aphrodite, was sagst du dazu? Aphrodite, beweg deine Augen. Hörst du mich? Beweg deine Augen. Beweg dich. Los. Was war das gerade? Ach, hier war das. Kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Oh nein, nicht rausgehen. Aphrodite, begleitest du mich? Und wie kommt ihr jetzt auf die Schaukel? Also ich denke mal, das war jetzt wieder so ein kleiner Tipp, weil ich ja zu lange gebraucht habe für irgendwas. Aber wie kommt ihr jetzt mit der Schaukel? Was ist das für ein ekliges Geräusch? Boah, was ist das für ein Geräusch, Alter? Hört sich an wie eine Springanlage. Ist hier die Schaukel? Das aber gar nichts. Warum ist das? Ich habe mich ja sehr leicht von der Statue erschrocken. Also was war das jetzt für ein Geräusch draußen? Guck jetzt diesen hässlichen Engel an. Wieso bewegt er sich? Ich habe nicht mal den Stick bewegt, oder ich kam sehr leicht daran, aber unbemerkt. Der bewegt sich alleine. Oh nein, sag bitte bloß nicht, ich muss jetzt wieder nach draußen gehen.
und da gucken, ob der Schlüssel irgendwo passt. Schon wieder dieses Geräusch. Was ist das? Soll das Regen darstellen? Soll ich sagen, was ich mir ganz halt wünsche von Pineview Drive? Dass es noch eine Real-Version davon gibt. Dann wäre es richtig geil. Ich habe am meisten Angst von der Vogelscheuche. Ich meine, warum ist eine Vogelscheuche hier? Gut, es gibt vielleicht schon wieder mal Krähen, aber warum? Übrigens ist mir noch aufgefallen, je mehr Energie von der Taschenlampe weggeht, desto schwächer wird das Licht. Wo waren jetzt nochmal die Schaukeln? Gut, das Licht ist leer. Merkt ihr jetzt, wie... Ah! Ich habe da vorhin noch geguckt. Oder ich habe das nicht gesehen, weil das Licht zu schwach war. Oder ich war einfach wieder blind. Oder es kam erst später dazu. So, ich habe zwei Schlüsseln. Aber ich weiß nicht für was. Zum Friedhof gehe ich noch nicht hin, also ich befürchte. Also ich hoffe, dass wir noch nicht dahin gehen müssen. Mach auf! Sieht wieder aus? Nee. Gut. Unten mal, glaube ich, die Tür zu, oder? Ja. Ich gucke erstmal unten, ob da eine Tür aufgeht. Wenn nicht, dann gehe ich nach oben und gucke nach. Ich glaube, hier war noch einer, oder? Nein. Der war, glaube ich, noch zu. Nö. Und was war jetzt dieses Geräusch, als wären wir jetzt im Weltall. Okay, dann muss ich nach oben gehen und schauen. Ja, ich habe langsam satt, halt ein bisschen herumzulaufen. Wieso bleibst du jetzt da hängen? Deswegen renne ich jetzt einfach die ganze Zeit. Ich möchte jetzt nicht zu lange für irgendwas zu brauchen. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Seit einer Viertelstunde. Ich weiß, es kam erst spät jetzt die Antwort, aber... Oh nein. Du sollst das nicht ausmachen, du sollst die Tür aufmachen. Achso, nee. Hier habe ich ja keinen Lichtschalter gefunden. Und mit meinem Online meinte ich draußen vielleicht. Und da gibt es dann noch dieser Keller oder Schuppen und dann noch der Friedhof. Nichtsdestotrotz schaue ich nochmal kurz im Gebäude nach. Wie er schnell die Treppen runterläuft. Fällt mir so spontan auf.
Was ich nicht verstehe, jede einzelne Tür geht zu, plus die nicht. Ach, halt's Maul mit deinem Psst. Wieso macht er eigentlich nicht das Tor zu? Ich glaube, ich habe das sogar im Part 3 schon mal angefragt oder Part 4. Wieso hört das jetzt auf, dieses Geräusch? Das so klingt wie eine Springanlage. Wenn es jetzt nicht der Friedhof ist, dann weiß ich gar nichts mehr. Und da ist die Vogelscheuche. Nein, die ist das nicht. Aber für was brauche ich dann jetzt den Schlüssel? Ich habe zwei Schlüssel. Keiner funktioniert für irgendwas. Ich war jetzt draußen in meinem Friedhof. Ich war jetzt da beim Keller. Ich war jetzt schon, glaube ich, jetzt überall im Gebäude. Und wer stellt hier so viele Statuen hin? Gut, dass wir nicht in einem Museum sind. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Jetzt gib mir doch verdammt nochmal einen Tipp. Geh da lang. Ey Junge, die Tür geht jedes Mal durch dir durch. Aber wenn die offen ist und ich durchgehen möchte, hängst du da fest. Ich hab echt auf keinen Bock auf diesen Scheiß. Sei schon. Wollte gerade sagen, oh, die geht jetzt auf, aber beim Pferd glaube ich die hintere oder nee, dann war es doch oben. Nee, das war die. Mach auf! Ich kann sagen, warum ist da jetzt ein Pferd, aber es ist nur ein dämlicher Stuhl. Hier gibt's gar nichts. Ich glaube, ich muss irgendetwas draußen tun. Ich weiß aber nicht was. Und ich habe jedes Mal keine Lust, jetzt immer wieder nach Lösungen zu schauen. Nur weil ich nicht weiterkomme. Ich finde zwar nett, dass sie hin und wieder mal uns einen Tipp geben, aber es ist manchmal echt nervig. Ich weiß, es ist ein Puzzlespiel. Nichtsdestotrotz ist es irgendwann nervig. Hier waren die anderen Batterien.
Dann trete doch die Tür ein. Ich frage mich sowieso, warum die ganzen Schlösser verteilt sind. Wollte der Vormieter anscheinend einen kleinen Spaß erlauben. Hier gibt es tatsächlich keinen Lichtschalter. Warum? Diese Tür habe ich vergessen. Ah, gut. Ich erwarte auf einen Jumpscare. Warum geht die Tür jetzt zu? Da ist noch ein Schlüssel. Oh, noch mehr Batterien. Damit haben wir jetzt 5. Hier, mach doch mal auf. Vielleicht ist da irgendwas drin. Gut. Jetzt weiß ich, wie ich weiterkomme. Und jetzt soll ich jetzt hier die Tür nochmal gucken. Achso. Achso, ja. Na, no. Gut, es sind noch 3 im Haus. Falsche Richtung. Falsche Richtung. War die zu? Nee, ich verwechsel immer wieder die Räume. Oder war es hier? Nee. Also ich weiß immer, oben und unten diese Räume. Ja, jetzt hast du dich wieder erschrocken. Ui, zwischen Kindergelache. Ah, nee, das ist ganz normal. Meine Fresse. Oh, oder mein Psst. Erschreckst du dich auch nicht? Aber Hauptsache bei so ein Scheiß. Endlich. Hallo? Habt ihr gesehen, ich bin gerade reingeglitscht. Ach du Scheiß. Oh nein. Ich traue dir. Ich brauche. Ist das eine Puppe? Ich vertraue ihr nicht. Nee, ich dachte, sie hat sich gerade bewegt. Wollte jetzt ein Jumpscare kommen? Ohne Witz, ich vertraue diesem Clown gar nicht. Mach aus, wir sind hier nicht bei The Ring. Nur 5 kann ich benutzen. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Oh, er hat auch mal was gehört. Über 20 Minuten. Na, diesmal eine ganz normale Folge oder eine ordentliche Folge. Wow. Trotzdem vertraue ich diesen Clown nicht. Ich vertraue nicht die Vogelscheuche draußen. Ich vertraue die ganzen Statuen draußen nicht. Ich vertraue jetzt nicht den Clown. Und ja. Aber wir sind oder so jetzt hier am Ende angekommen. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Es war wieder ein bisschen nervig, jetzt wieder ein bisschen hin und her zu laufen. Aber zum Glück habe ich jetzt, ohne nachzuschauen, jetzt selbst herausgefunden, wie es weitergeht. Wenn man jetzt den Tipp mit der Schaukel weglässt.
Aber naja. Ansonsten deabonniert die anderen und abonniert dafür mich, dann machen wir es alles frisch. Ansonsten tschüss Sikorsky und bis zum nächsten Mal. Tschüss.